Konnichiwa, ihr Chibis. Ach, ich sollte mich gar nicht erst so aufspielen. Mir geht das Arschwasser. Also machen wir es dementsprechend auch passend. Konnichiwa, ihr Chibis. Und herzlich willkommen zu Outlast. Ich mache mir so derbe ins Hemd. Denn ich werde gleich Outlast spielen. Grund dafür ist, dass ich ja bei Among the Sleep sagte, wenn es nicht bald in die Puschen kommt, bla bla. Und es kam in die Puschen, allerdings war es dann auch ziemlich zügig vorbei. Und da dachte ich mir dann, ja gut, okay, dann enthältst es mal nicht vor. Also sind wir jetzt hier angekommen bei Outlast. Allein wenn ich jetzt dran denke, was ich über das Spiel schon gelesen und gesehen habe, kriege ich schon Geierpelle. Und ich sitze hier, es ist jetzt 18:38 Winterzeit, sprich es ist dunkel wie Sau. Ich habe sämtliche Lichter aus. Beispiel. Normal. Darauf möchte ich jetzt auch noch hinweisen, Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Ja. Wer wirklich sanfte Nerven hat, sollte sich das hier nicht anschauen. Auch minderjährigen Personen rate ich jetzt dazu, das Video zu beenden. Und was uns hier erwarten wird, ist abartig. Wir sind ein Reporter, wie man vielleicht schon am Presseausweis am Rückspiegel sieht, und sind auf dem Weg zur Nervenheilanstalt Mount Massive und werden da mal gucken, was da wohl passiert ist. Ihr könnt da unten mitverfolgen. Genau, was da schon im Radio schon gesagt wurde jetzt. Müssen wir mal ganz kurz in die Optionen schauen, ob die Lautstärke auch soweit okay ist. Ja, sollte passen, kann ich ja nachregulieren. Gut, zurück zum Spiel. Entschuldigung. Ich versuche nur Zeit zu schinden. Oh, Leute. Ich und meine dumme Klappe. Confidential, also geheimer Kram. Wer das sich durchlesen möchte, kann jetzt pausieren. Ich lese es mir nämlich nicht durch, ich habe so schon Panik. Ja, unsere einzigste Waffe in diesem Spiel, soweit ich weiß. Eine Kamera mit Nachtsicht. Da wäre mir fast schon wieder ein Bäuerchen entfleucht. Ein Panikbäuerchen. Oh Gott. Über Tab erreichen wir unseren Notizblock, in welchem wir sehen, was wir zu tun haben. Zum Beispiel jetzt. Untersucht die Nervenheilanstalt Mount Massive. Okay. Mhm. So, wenn wir nur drücken, öffnen wir sie schnell und halten. Entschuldigung, mir bleibt jetzt schon Spucke weg. Drücken wir einmal die linke Maustaste, wird die Tür schnell geöffnet. Halten wir sie gedrückt, können wir das Tempo des Tieren öffnen selbst bestimmen. So, auf die Tür. YOLO. Rechte Maustaste, um den Camcorder bereit zu machen. Wenn hier schon solche Kavenzmänner aufgefahren werden für eine Nervenheilanstalt, dann... Ich persönlich würde jetzt sagen, Arschlecken. Nö, ich will gar nicht wissen, was da los ist. Aber wir sind Reporter, es ist unser scheiß Job, das rauszufinden.
Wie soll das anders sein? Die Haupttür ist versperrt. Gehen wir mal rechts lang. Man sieht auch nicht direkt, ob es Militär ist. Doch hier, Marx, was auch immer das für eine Firma ist. Okay, da haben wir schon mal ein Loch im Zaun. Ups, ans Mikrofon gestoßen, Verzeihung. Müsste ich mich schnell karatzen. Hier ist auch zu. Wir werden wahrscheinlich da oben in das Fenster reinklettern müssen. Funktioniert gut. Okay. Ich werde sehr oft wahrscheinlich okay sagen. Okay. What? Da. F. Jetzt sind wir schon mal drin. Geierpelle Nummer 1. Bewege dich in die Richtung der engen Stelle, um dich dann durchzuzwängen. Ziemliche Sauerei hier. Da sind Schritte. Ah ja. Sieht auch aus, als würde hier drin geschossen worden sein. Oder als wäre hier drin geschossen worden. Da ist wohl jemand auf der Toilette. Der hat die Tür versperrt. Okay. Das sieht aus wie ein Darm mit Cola. Also die haben ja schon merkwürdige Vorlieben, was das Essen angeht. Es scheint, als müssten wir hier hoch. Okay, es sind wohl auch noch Insassen in diesem Gebäude.
Bewohner. So. Okay. Hier hängen überall Leichen von der Decke. Kopflose Körper teilweise. Scheiße. Alter. Komm. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors. From security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Oh, wow. Was? What the f- Alter! And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Was für eine kranke Scheiße. Fliehe aus der Nervenheilanstalt, benutze den Sicherheitsterminal und den Haupteingang, bla. Was eine Schweinerei hier. Ja, unsere Kamera hat bald keinen Saft mehr. Wir brauchen Batterien. Ich hatte eigentlich nach oben gedrückt. Naja. Jetzt wieder am große Töne spucken. Gleich wieder am Schreien wie so ein Mädchen. Ich denke mal, hier wird zu sein. Ja, ich sollte es an. Opa. Wasch. Nee.
Ein Kopf und eine Hand versucht im Klo runterzuspülen. Was für eine kranke Scheiße. Die einfach mal Körperteile in einem Regal gesammelt. Meine Güte. Ah, da haben wir Batterien. Die Tür ist zugegangen. Das halte ich für kein gutes Zeichen. Hallo? Da, hier ist der Sicherheitsraum. Schlüsselkarte, wir brauchen eine Schlüsselkarte, okay. So, der Typ ist in die 125A reingerannt. Oder A125. Guck ich jetzt erstmal hier rein. Da haben wir nochmal ein Notizbuch. Dann müssen wir wohl hier rein. Okay, ist zu. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Es scheint, als hätten die normalen Insassen hier auch Angst vor irgendwas. Vor etwas, das sie selber Walker nennen. Könnte der dicke Brummer sein, den wir vorher kurz angetroffen haben. Wir brauchen die Sicherheitskarte. Ist hier zu? Ja. Habe ich irgendwo was übersehen? Da unten war auch zu. Ja, da ist vernagelt. Hinten geht's noch lang. Notizbuch. Wir hinterlassen selber so blutige Abdrücke, das ist nicht schlecht. Der lebt noch. Das ist der, den wir von der anderen Seite gesehen haben. Hoffen wir mal, dass er friedlich ist. Der Sicherheitsausweis.
Der Blick auf den Tacho. Ich möchte hier keine Minute länger verbringen als notwendig. Wenn ich mir jetzt nur gemerkt hätte, wann ich angefangen habe. Ah. Okay, Jungs, beachtet mich gar nicht. Schön weiter eure Serie. Wir gehen jetzt noch in den Sicherheitsraum und dann muss ich erstmal die Aufnahme beenden und mir die Hose wechseln. Mein lieber Scholli. Sie lügen. Jawohl. So viel zur ersten Folge Outlast mit eurem Chibi Dexter. Das Spiel macht mir schon mal mehr die Hölle heiß, als es Among Us lieb tat. Ist auch kein Wunder bei dem, was wir jetzt schon betrachten durften. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, abonniert meinen Channel, hinterlasst Kommentare, drückt den Like-Button. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal in die Ecke heulen. Tschüss.